Ja, hallo und ein herzliches Servus. Willkommen zurück zu einem neuen Video und zum letzten Teil der inhaltlichen Denkstörung. Ich weiß, ein sehr umfangreiches Thema. Heute wollen wir über die Zwangsgedanken und die überwertigen Ideen sprechen und was sie elementar vom Wahn unterscheidet. Sollten euch diese Videos helfen, dann lasst mir gerne ein Abo da, um kein neues Video zu verpassen. Aber zurück zum Thema. Inhaltliche Denkstörungen, Zwangsgedanken und überwertige Ideen. Zuerst einmal müssen wir klären, was überwertige Ideen und Zwangsgedanken vom Wahn so grundlegend unterscheidet. Der Wahn ist psychotisch, die Zwangsgedanken sind neurotisch und die überwertigen Ideen liegen irgendwo dazwischen und können je nach Fall mehr in die eine oder die andere Richtung ausschlagen. Psychosen und Neurosen unterscheiden einige Gesichtspunkte. Was für uns hier aber wichtig ist, ist die Krankheitseinsicht und die Syntonie bzw. die Dystonie. Krankheitseinsicht dürfte klar sein. Das ist der Faktor, der bestimmt, inwieweit sich eine betroffene Person eingesteht, wirklich erkrankt zu sein. Was ist aber nun die Syntonie? Wir unterscheiden die Ich-Syntonie und die Ich-Dystonie. Bei der Ich-Syntonie erlebt eine Person ihre Gedanken, Gefühlsregungen und Handlungen als ihr zugehörig. Sie kommen aus ihr und sind Teil der eigenen Gefühlswelt und der eigenen Persönlichkeit. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr Hunger habt und euch etwas aus dem Kühlschrank holt, dann ist der Gedankengang und die Handlung Ich-Synton, denn sie kamen vollends aus euch. Der Wahn ist Ich-Synton. Das bedeutet, dass wahnhafte Personen ihren Wahn als einen Teil von sich betrachten und glauben felsenfest daran, dass ihre Gedanken und Gefühlsregungen etc. aus ihnen selbst kommen. Innerhalb ihres Wahnsystems können sie natürlich Höllenqualen erleiden. Jedoch besteht keine Krankheitseinsicht und damit kein Leidensdruck aus der wahnhaften Erkrankung selbst. Das sorgt auch dafür, dass wahnhafte Personen oft schlecht zu therapieren sind, weil sie den Gedanken, dass sie vielleicht krank sind, gar nicht zulassen, da das eigene Wahnsystem und die fehlende Einsicht das verhindern. Der Wahn ist von außen auch nicht korrigierbar. Betroffene Personen glauben an die subjektive Wahrheit ihrer Gedanken. Den Wahn finden wir, wie im vorherigen Video schon erklärt, oft bei den eigenständigen Wahnerkrankungen, den Schizophrenien oder auch bei hirnorganischen Schädigungen. So viel zur Einordnung des Wahns, jetzt zu den Zwangsgedanken und den überwertigen Ideen. Die Zwangsgedanken sind eigentlich immer Ich-Dyston. Sie werden nicht als Teil der eigenen Persönlichkeit bzw. der eigenen Gedankenwelt angesehen, aber drängen sich von außen auf. Diese Gedanken sind selten von guter Natur und haben oft angsterfüllende, ekelerregende, moralische oder extrem sexualisierte Inhalte, die die betroffene Person nicht unterdrücken kann und die sie als quälend empfindet. Das sind einige große Themen, grundsätzlich kann es aber in jedem Themengebiet und zu jedem Themengebiet zu Zwangsgedanken kommen. Zwangsgedanken haben oft den Ursprung in traumatischen Erlebnissen und den Erinnerungen daran. Das muss der betroffenen Person nicht einmal bewusst sein. Der ich-dystone Charakter der Zwangsgedanken und die vorhandene Krankheitseinsicht sorgt grundsätzlich für einen eher starken Leidensdruck bei den betroffenen Personen. Diese wissen ja über den verzerrten Charakter ihrer Gedanken, aber können diese nicht abstellen oder unterdrücken. Dadurch, dass die subjektive Wahrheit bei den Zwangsgedanken nicht vorliegt, sind sie auch theoretisch umkehrbar. Wichtig ist noch zu sagen, dass die Zwangsgedanken oft psychologische Abwehrmechanismen auslösen. Das ist dem ich-dystonen Charakter der Zwangsgedanken geschuldet. Ähnlich wie auch transplantierte Organe abgestoßen werden können, versucht auch die Psyche von außen eingegebene Inhalte, die sie quälen, zu bekämpfen. Welche Abwehrmechanismen es gibt, behandeln wir aber an einer anderen Stelle. Zwangsgedanken treten in einigen Fällen auch zusammen mit formalen Denkstörungen auf. Wie ihr euch vorstellen könnt, passt da gut das eingeengte Denken oder Perseveration. Sie können mannigfaltig auftreten, nicht nur wie gerade eben kurz angerissen, was das Thema der Zwangsgedanken angeht, sondern auch was deren Form angeht. Nachfolgend unterscheiden wir ein paar. Zwangsbefürchtungen, Wiederholungen, bedrohliche Zwangsgedanken, der Zwang zu grübeln. Wir beginnen mit den Zwangsbefürchtungen. Betroffene Personen befürchten zwanghaft, dass sie Schaden anrichten oder dass schlimme Ereignisse eintreten können, die ihnen oder ihrer Umwelt Schaden zufügen. Wiederholungen. Betroffene Personen wiederholen einen oder mehrere Gedanken immer und immer wieder, meistens in einer festen, ritualisierten Reihenfolge. Bedrohliche Zwangsgedanken.
Betroffene Personen spekulieren zwanghaft, jemand anderen in irgendeiner Form Gewalt anzutun, sei es moralisch, sexuell oder schlicht und ergreifend körperlich. Der Zwang zu grübeln. Betroffene Personen durchdenken ein und denselben Sachverhalt und dessen Lösung zwanghaft und unaufhörlich, ohne zu einer abschließenden Lösung zu kommen. Es gibt noch einige weitere, aber das dürfte an dieser Stelle reichen. Wir finden die Zwangsgedanken, wie passend, natürlich bei den Zwangsstörungen, aber nicht ausschließlich. Nun wissen wir also, was den Wahn und die Zwangsgedanken unterscheidet, also vor allem, wie eingangs erwähnt, die Syntonie und die Krankheitseinsicht, oft natürlich auch die Ausprägung der Störung. Psychosen gehen oft mit einem stärkeren Bruch der sozialen Konventionen einher, als es Neurosen tun. Das hier aber nur am Rande. Was verstehen wir nun unter überwärtigen Ideen und wie ordnen wir diese in die inhaltlichen Denkstörungen ein? Überwärtige Ideen stellen mehr oder weniger das Bindeglied zwischen den Zwangsgedanken und dem Wahn dar. Wie ein Pendel können sie mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung tendieren. Bemühen wir eine kleine Metapher, um das Ganze zu verdeutlichen. Stellt euch den Wahn als ein offenes Meer voller Haie vor, aus dem es kein Zurück gibt, sobald man sich darin befindet. Das Schiff darauf sind die Zwangsgedanken und die Planke an der Seite des Schiffes sind die überwärtigen Ideen. Es ist also ein schmaler Grat oder um in der Metapher zu bleiben, nur ein kleiner Sprung, der die überwärtigen Ideen und Zwangsgedanken vom Wahn trennt. Überwärtige Ideen sind Ideen, Vorstellungen oder Gedankenkonstrukte, die ebenfalls wie der Wahn nicht der Realität entsprechen müssen, die jedoch einen extrem starken Stellenwert in der Gedankenwelt der betroffenen Person einnehmen können und meistens auch tun. Wie viel Raum sie einnehmen und inwieweit sie das alltägliche Leben dominieren, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Die überwärtigen Ideen sind im Gegensatz zum Wahn noch teilweise umkehrbar, ähnlich wie ihr auch von der Planke zurücktreten könntet, um aufs Schiff der Zwänge zu kommen. Das könnte ein Filmtitel sein. Die betroffenen Personen wissen oft, dass ihre Gedanken falsch und verzerrt sind, aber selbst mit diesem Wissen können sie nur extrem schwer dagegen ankämpfen, diese Gedanken zu unterdrücken oder gar zu verbannen. Dafür sind sie viel zu dominant. Oft haben die überwärtigen Ideen auch einen stärkeren Bezug zur eigenen Biografie oder den eigenen Erfahrungen als der Wahn. Sie wirken damit in mancherlei Hinsicht authentischer. Aber gerade eben durch diese Krankheitseinsicht können überwärtige Ideen für Personen sehr quälend sein, ähnlich wie die Zwangsgedanken. Die überwärtigen Ideen können Ich-Dyston und Ich-Synton sein. Die Krankheitseinsicht kann vorhanden sein und überwärtige Ideen sind auch theoretisch korrigierbar. Der Leidensdruck ist aber aufgrund der vorhandenen Krankheitseinsicht und des teilweise vorhandenen Ich-Dyston-Charakters individuell, aber jedoch oft sehr hoch. Sie können aus einem Selbst entstehen, das bedeutet, dass sehr starke Gefühlsregungen wie enorme Angst oder auch eine enorme Verliebtheit Nährboden für überwärtige Ideen sein können. Jedoch kann auch einseitige mediale Beschallung und das alleinige Aufhalten in einer ideologisch-sozialen Echokammer guter Dünger für überwärtige Ideen sein. Stellt euch zum Beispiel politische Radikalisierung in den sozialen Medien vor. Dabei macht es in der Theorie keinen Unterschied, in welche Richtung diese Radikalisierung stattfindet. Dabei können Personen mehr und mehr indoktriniert werden, bis sie den Leitlinien blindlings folgen und sie als Wahrheit anerkennen und gegen jeden Angriff von außen verteidigen. Dabei steht oft auch ein großes Ziel am Ende, wie zum Beispiel die Umgestaltung der politischen Landschaft oder die Herstellung einer vermeintlich besseren Welt oder Gesellschaft. Es kann natürlich auch Momente geben, in denen diese Ziele selbst als fragwürdig oder unsinnig empfunden werden oder auch in denen die Glaubensgrundsätze und die damit verbundenen Ideen als Ich-Dyston wahrgenommen werden. Und fertig ist unser Beispiel für die überwärtigen Ideen als Bindeglied zwischen Zwangsgedanken und Wahn. Oft entwickeln sich diese Ideen in den Bereichen der Politik, Religion oder ähnlichen gesellschaftlichen Themenkomplexen. Sie sind, wie gerade eben erwähnt, relativ komplex und hier ist wirklich der Einzelfall sehr entscheidend. Der theoretische Übergang zum Wahn kann fließend sein und aus den überwärtigen Ideen kann sich auch Wahn entwickeln, so wie sich aus Zwangsgedanken auch überwärtige Ideen entwickeln können. Sehen wir es uns anhand eines erfundenen Beispiels an, das doch etwas weit hergeholt ist, aber ich denke, es wird die ganze Thematik
sehr gut verdeutlichen. Einen Mann quälen seit längerem Gedanken, dass die Erde schon bald durch ein schlimmes Ereignis ins Chaos gestürzt wird. Er weiß, dass es eigentlich keinen wirklichen Grund für diese Gedanken gibt, jedoch ist die Angst davor doch sehr real und er kann diese Vorstellungen nicht wirklich gut verdrängen oder relativieren und denkt pausenlos daran, wie er sich und seine Familie in diesem Fall so gut es geht schützen und verteidigen kann. Er kommt aber zu keinem Ergebnis. Er erinnert sich daran, dass seine verstorbene Mutter früher oft gesagt hat, dass diese Welt so schlecht ist und sie sowieso bald untergeht. Gott hab sie selig, er betet oft für sie. Er sucht im Internet nach Hilfe und Gleichgesinnten und findet diese nach einiger Zeit in diversen Foren und nach längerem regem Austausch ist er sich nun sicher, dass seine Befürchtungen gar nicht so falsch waren, wie er anfangs dachte. Die Welt wird untergehen. Wie und wann ist noch etwas ungewiss, jedoch ist er sich sicher, dass dies der Fall ist. Als er seine Freunde warnen wollte und diese versucht haben, ihn zu berichtigen, hat er das alles abgeblockt und deren Nummern aus seinem Handy gelöscht. Manchmal vermisst er sie schon und manchmal glaubt er auch, dass sie mit ihren Beschwichtigungen vielleicht doch nicht so Unrecht hatten. Aber diese Stimmung verschwindet schnell wieder und er wendet sich seiner Aufgabe zu, der Welt mitzuteilen, dass sie sich für den Untergang wappnen muss. Und diese Aufgabe gibt ihm Kraft, gegen seine eigene Angst anzukämpfen. Er geht auf Demos und trifft sich mit Gleichgesinnten. Und nach einiger Zeit ist er sich sicher und die Erleuchtung kam ihm praktisch einfach über Nacht. Er ist eine Art Erlöser, von Gott dazu bestimmt, das Ende der Welt zu verkünden und den Menschen ihre Fehler aufzuzeigen und auch warum sie dieses Ende verdient haben. An seine alten Freunde denkt er gar nicht mehr, denn er ist ein Erlöser, von Gott bestimmt. Auch seine Familie hat er verlassen und widmet sich nun nur noch seinem Predigten und seiner Aufgabe. Seitdem er das weiß, hat er auch keine Angst mehr, denn er ist der Erlöser und der Erlöser kommt selbstverständlich an die Seite Gottes. Etwas weit hergeholt, aber ich denke, zum Verständnis ganz passabel. Wie ihr merkt, haben wir im ersten Teil quälende Zwangsgedanken, die auf Abwehrmechanismen der Psyche stoßen und wir haben den ich-dystonen Charakter der Gedanken. Auch den Zwang zum Grübeln erkennen wir darin, ebenso wie den theoretischen Ursprung der Gedanken durch die frühkindliche Prägung durch die Mutter. Im zweiten Teil erkennen wir den Übergang zu den überwertigen Ideen. Ich-Synton und ich-dystone Gedankenkonstrukte treten zusammen auf. Die Gedanken werden auch strikt gegen Anfeindungen von außen verteidigt und der Inhaber der Gedanken denkt, eine wichtige Mission zu haben. Im dritten Teil erkennen wir den Übergang zum Wahn durch einen Wahneinfall aus dem Thema des Größenwahns. Die Gedanken sind nun komplett Ich-Synton und selbst die Angst relativiert sich durch den Größenwahn. Eine Krankheitseinsicht besteht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. So, damit kennen wir nun den Unterschied zwischen Wahn, Zwangsgedanken und überwertigen Ideen. Damit haben wir nun die inhaltlichen Denkstörungen abgeschlossen. Ich denke, wir haben vieles angesprochen und aufgeklärt. Falls euch dieses Video gefallen und geholfen hat, freut es mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, um auch das nächste Video über die Wahrnehmungsstörungen nicht zu verpassen. Spannendes Thema, da reden wir auch über Halluzinationen. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare oder ein Like. Ich danke euch fürs Zuhören, gehabt euch wohl und ciao ciao.